Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Video. Ich gehe heute mit der Lin zusammen. Hallo Lin. Hallo zusammen. Ad Beat. Dort vorne. Viel Spass! Zurück vor Bea und ihr habt jetzt ein paar Ausschnitte gesehen, was wir dort alles gesehen haben. Wir haben viele verschiedene Tiere gesehen, vor allem waren wir halt bei den Rossen.
Aber auch bei den anderen Tieren klein. Sie sind noch übers Gelände gelaufen, wir waren noch auf dem Riesenrad. Und wir haben vor allem sehr, sehr viel eingekauft. Also vor allem eigentlich ich. Und als erstes, Mixli, möchte ich euch etwas zeigen, was ich schon letzten Sonntag gekauft habe. Wir waren dann noch kurz rein, weil ich neue Reitstiefel wollte. Und da ich ja schon die Reithosen an hatte, und ich dachte, dann kann er auch wirklich probieren, wie es halt mit Reithosen zusammen ist und reinzocken. Und bin dann zum Stand von Fellini-Reitstiefeln, wo ich von meiner Trainerin und auch Barbara, die dort im Stallreiter gehört habe, dass sie dort die Stiefel in sehr vielen verschiedenen Passformen haben, je Grösse. Und bin dann dort probieren und habe tatsächlich ein paar gefunden, wo mir passen. Und zwar sind sie braun. Ich wollte unbedingt braune wieder. Und hier oben haben sie auch noch so kleine Glitzer, aber nicht zu viel. Und sie haben auch hinten, haben sie hier für die Sporen so eine Halterung. Und sie sind wirklich mega bequem. Also ich bin schon einmal mit einer Goliten. Und ich finde sie extrem bequem und auch wunderschön für einen Goliten. Nachher geht es mit diesem Sack hier weiter. Da am Lemmy seine Lederhalfter leider am Verschluss kaputt gegangen ist, bin ich heute wieder an der Stange, wo ich die Lederhalfter letztes Jahr schon gekauft habe und habe ihm eine neue gekauft und habe sie auch wieder beschriften lassen. Abgesehen vom Verschluss, der kaputt ist, finde ich die Qualität von den Halfter sehr gut. Also für den Preis, den man zahlt, kann man überhaupt nichts sagen. Und eben, ich finde es schön für einen Goliten mit einer Lederhalfter, wo dann auch noch der Name des Rosses drauf steht. Am nächsten Stang, den ich etwas gekauft habe, ist einer von diesen Stangen, die immer so Reitsocken in Aktion gibt, zum Beispiel in 3 Paar für nur 19 Franken oder 2 Paar für 15 Franken und so. Und da ich immer so ein das Problem habe auf dem Turnier, dass ich nicht 2 gleichliche Socken finde, habe ich gedacht, ich schlage hier mal zu. Und ich habe gesamthaft 5 Paar gekauft und werde euch die jetzt kurz alle zeigen. Als erstes haben wir hier so ein rosa-orange mit grau und beige. Dann haben wir hier graue mit so grünen und weißen Häuschen. Schwarze mit pink und grau. Dann haben wir hier eine blaue mit so einem Gebiss aus Glitzersteinen. Und die gleiche noch mit einer Krone aus Glitzersteinen. Am gleichen Stand habe ich auch noch einen Schabrak gekauft, der hier so Steinchen hat. Und sie ist dunkelblau mit so einem roségolden Rand. Und die finde ich mega schön, aber ich werde sie zum Ausreiten brauchen, weil ich für das Turnier eigentlich schon genug Schabracken habe. Und deswegen habe ich die gekauft. Sie einfach auch mal zum Ausreiten wieder eine neue Schabracke haben. Am nächsten Stand habe ich auch verschiedene Sachen gekauft. Die meisten Stände sind mehr so, also die haben so ein alles. Und an diesem Stand habe ich mir einmal wieder ein paar braune Glocken gekauft. Hallo Maxli. Weil der Lemmy braucht seine Glocken halt wirklich und macht sie sehr oft kaputt. Wegen dem bin ich froh, wenn ich immer noch ein paar Ersatz haben, falls wieder ein paar kaputt geht. Nachher, für die, die auf Instagram folgen, haben gesehen, dass meine Steigbügelriemen an meinem Ausreitsattel gerissen sind. Also habe ich meine Chance genutzt, dass ich RBA bin und habe mir neue Steigbügelriemen gekauft. Da mein Hufell jetzt leer ist, habe ich auch gerade
etwas Neues viel von Leoware gekauft. Ich bin sehr zufrieden damit und deswegen habe ich so noch einmal nachgekauft. Da der Lemmy ein Problem hat mit Strahlfülle in den vorderen Hufen und man das immer etwas pflegen und mein Mittel leer ist, habe ich noch gerade zum Ausprobieren das Strahlserum von Leoware gekauft. Das, was ich hatte, war ich glaube mal ein Fake Spiel oder so. Und das habe ich schon ewig lang und jetzt ist es eben leer und jetzt habe ich einfach etwas gebraucht und das habe ich gerade so dort an diesem Stand gefunden. Dann habe ich am Lemmy noch vom Goncourt den Staub rausbekommen, eine Diva gekauft. Also die Bürsten, die hier so Lammfell haben und aussen noch ein paar Borsten, aber vor allem halt Lammfell, wo mit diesen Säumen der Staub so den letzten Staub noch gut können aus dem Feld ziehen und ich denke es so vor, also am Goncourt, wenn er irgendwie noch etwas staubig ist, oder oft halt im Sand trölt, wäre das gäbig, wenn man dann so zum Beispiel auf dem Arsch noch ein den Staub vorputzen könnte. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Stang und eigentlich so mein Lieblingsstang, also ich war bei Philly Love Horses gewesen. Sie verkaufen wunderschöne Sachen und ich war auch schon am CSI Basel bei ihnen und habe dort einen Pulli gekauft. Und, heute war ich auch wieder dort und sie haben mich auch direkt erkannt und wir haben noch viel zusammen geredet und haben uns verschiedene Sachen erzählt. Und dann habe ich noch etwas gekauft und zwar Mix. Und zwar einmal das Säckli mit diesem wunderschönen Ross drauf, in einem Grau. Und ich finde, qualitativ sind ihre Sachen immer sehr hochwertig. Und deswegen denke ich, nehme ich mal eins mit, weil ich wirklich so stabile von diesen Säckli habe ich etwa eins. Und der Rest sind mehr so Werbegeschenke und so, wo man nicht so wirklich gut anlegen kann, weil es dann auch fast einschneidet mit diesen dünnen Trägeli und so. Dann habe ich mir noch einen Pulli gekauft. Das ist der hier. Der ist so rosarot. Und was ich bei ihren Pullis halt schön finde, ist, dass nicht irgendwie etwas plakativ draufsteht, sondern dass so viele kleine Details, wie hier die Kapuze oder das Rössli in der Kapuze innen. Und dann ist halt nur so am Arm, wo er so etwas steht. Und es ist nicht so mega riesig, irgendetwas drauf. Und das finde ich manchmal viel schöner. Und ich finde auch, der Stoff, den sie brauchen, mega kuschelig und mega gut. Und wegen dem finde ich es eine mega tolle Marke. Und ich würde sicher immer wieder bei ihnen Sachen kaufen, die ich einfach cool finde. Ja, das wäre es dann auch schon gewesen mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Eindrücke von Bea und jetzt auch der Hall. Ich könnt euch in die Kommentare schreiben, wie ihr es gefunden habt. Oder wenn euch zu irgendeinem Produkt etwas noch mehr interessiert, könnt ihr es gerne sagen. Dann werde ich auf Instagram oder hier auf YouTube noch etwas erzählen. Ich werde sicher so eine Art Lookbook noch drehen zu den Stiefeln und zum Bulli und so. Aber das mache ich wahrscheinlich in einem anderen Video. Und jetzt hier habe ich euch nur die Sachen vorgestellt und in einem bekommt ihr dann noch ein Video, wo ich euch alle Sachen zeige. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.